Jetzt bin ich der Ultrasamen, genau. Kann ich mich jetzt hier einpflanzen? Ah. Passiert nichts. Schade. Aber lass mich in Ruhe. Ach, guck mal, hier geht's noch diagonal nach oben. Oho. Schon wieder Augen. Musst du abschießen? Nee, kann ich nicht. Das klingt wie eine Gans. Warte mal. Warte, machen sie sich lang, wenn du draufklickst? Ja, ah. Die ändern ihre Länge. Okay, der ist zu lang. Mach den. Da hinten ist noch einer, genau da. Aber der macht nichts. Geht der nur noch hoch? Ja, die gehen immer nur hoch. Mach mal den zweiten von links. Und jetzt mach den. Ja, das war falsch. Können die sich nicht verheddern? Mach den mittleren. So, sieht schon mal gut aus. Jetzt den zwischen den beiden langen. Den hier? Mhm. Fast. Den zweiten vielleicht? Nochmal den letzten. Ah, den davor meine ich. Ach, den. Genau. Dann. Warte mal. Ich werde einfach nur mal probieren. Ja, okay. Scheiß Gänse. Dass wenn ich den mache, ja, mit der so kleine. Genau. Also die beiden sind zusammengebunden. Und die beiden sind auch zusammengebunden. Genau. Aber und die beiden anderen, die du jetzt nicht angeklickt hast? Der ist mit niemandem. Aha. Ich glaube mit dem, oder? Ja. Hä? Ja, man kennt das ja. Einfach wild klicken, bis es einfach geht. Ich kann die auch nicht noch ändern, ne? Jetzt ist nur noch einer. Ja. Mit wem war der verbunden? Weißt du das noch? Mit keinem. Der war mit keinem verbunden. Ja, aber der muss auch irgendwie runtergehen. Ja, der geht bestimmt unten runter. Warte mal, mit wem war der? Mit dem. Scheiße. Ja. Ist nur noch der. Und der war mit wem verbunden? Weiß ich nicht mehr. Ja, mit dem. Okay. Und der war gleichzeitig noch mit jemand anderem verbunden, glaube ich. Ich dachte, mit dem wäre er eigentlich verbunden gewesen, aber... Weil mit dem waren noch mehrere verbunden, ne? Kann das sein? Ich mach die mal... Mit dem sind die beiden verbunden. Und mit dem ist der verbunden. Wenn ich jetzt den ziehe, dann passiert gar nichts. Weil der andere schon unten ist? Ja. Also du musst im Prinzip, musst du, glaube ich, die beiden hochmachen, die hinten mit dem letzten verbunden sind. Weißt du, was ich meine? Beiden hochmachen, die mit dem letzten verbunden sind. Ja, pass auf, der allerletzte. Genau der da. Da musst du das erste oben haben und noch eins oben haben. Den und noch eins? Ja, aber man weiß nicht was. Warte mal, wenn ich den jetzt ziehe, geht der runter? Nee. Nein. Also der erste muss. Also der muss auf jeden Fall oben bleiben. Und zieh nochmal hinten? Nee, der auch nicht. Also der erste muss oben sein auf jeden Fall. Weil dann kannst du ihn damit runterziehen. Ja. Und jetzt musst du der nur noch weg. Die gehen nicht zusammen runter, ne? Nee, dann benutzt man den dritten. Genau den. Zieh den mal jetzt, den letzten. Nee, da geht auch nur der. Dann nimmst du den vierten. Ziehst jetzt. Okay. Ach so, warte mal. Halleluja! Yay! Bam. Wie die sich aufregen. So.
Geht's hier noch irgendwo? Hier geht's auch noch diagonal hoch. Ja, toll. Was macht der? Was halt? Ich klebe an ihm. Ja, jetzt schnell. Was war das denn? Oh, jetzt zieht er es weg, ey. Oh, der ist böse. Der Körper hat Angst vor dir. Ja. Oh. Oh, das ist aber gemein. Ja, mach doch mal weiter die kleinen Teile kaputt. Was? Er hat mich in sich aufgenommen. Hä? Oh, das kenne ich, das Tier. Ja, okay, so war das aber nicht. Dann nehme ich den. Flügel. Es ist eine Spinne. Ja. Die Spinnen zerstören doch den Baum. Die sind böse. Oh, nimm es dir. Los, hol es dir. Vielleicht muss der da drauf sein. Ja, du musst immer genau das, wo es drauf ist. Kann ich das nicht? Jetzt hol es dir doch. Ja. Dann schiebst du auf ein anderes. Ja. Nehme ich das. Okay, das ist auch ein bisschen schwer bei einer Spinne, ne? Okay, da waren wir auch noch nicht. Spuckt der Feuer? Ja. Feuer. Waren wir da schon? Weiß ich nicht, was das war. Ach, das war der Baum, genau, den hatten wir. Da war es noch nicht drauf, meine ich. Ja, was war das denn? Ah doch, daneben war es noch nicht, an dem, daneben. Genau. Nee, doch, da war es auch schon. Bei dem vorigen war es nicht. Bei dem davor, bei dem zweiten? Ja, beim zweiten. Okay, warte. Ach doch, das war's schon. Das. Irgendwann, aber hier kann ich, habe ich eine Maus. Hier kann ich klicken. Da, hol's dir doch. Und jetzt? Boah, ich weiß es nicht. Ich geh nochmal. Geh's nochmal. Vielleicht geht's ja noch nach diagonal unten irgendwo. Oder? Nee, tut es nicht. Okay, dann ist das die einzige Chance noch. Ich gehe jetzt nochmal alle durch. Ja. Kann ich irgendwas anklicken? Nee. Ich will die Reihe nach durchgehen. Ja, klar. Warte mal. Warte mal, die Dinger kommen dahin, wo die Maus ist. Aha. Oho. Und jetzt halt die Maus auf Seite, damit es runterfällt. Genau. Ah. Toll. Mit der Wurm. Huch. Muss hier noch irgendwas machen? Ich glaube mal nicht. Und jetzt? Ich gehe jetzt nochmal nach unten. Aha. Jetzt geht unten. Was? Aha. Du bist im Maul einem Salak. Ah, eine trinkende Spinne. Oh.
Was für ein süßes Spielchen. Guck, meine Freunde leben wieder. Yay. Ach, du sollst dich jetzt einpflanzen. Okay. Ich habe den Kern ja in mich aufgenommen. Na gut. Stolpert er den? Ja. Und der baut seine Nester da drauf. Du siehst, da kommen direkt ganz viele und legen ihre Eier da rein. Oh Mann. Der Pilz pflanzt sich auch fort. Und der Ast auch. Okay. Alle wollen mitmachen. Ja, schon klar. Oh nein. Sind das Engel? Nein, das sind Motten oder so. Also Engel. Yay, ich hab's geschafft. Yay. Was für ein albernes Spiel, ey. Der Weihnachtsmann. Oh Mann. Der fliegende Fisch. Ja, da hat sich den ja geangelt. Okay. The End. Das sind die Leute, die mitgemacht haben. Wunderhübsch. Ja, was sagst du zu dem Spiel, was du bis jetzt gesehen hast? Das ist so albern. Es sollte mehr solche Spiele geben. Stopp. Was? Ah, ich habe 99 von 123. Jetzt kriege ich zwei Geschenke. Okay. Weil du das Spiel geschafft hast? Ja, weil ich 99 von 123 Karten gesammelt habe. Das finde ich aber nett, dass ich Geschenke bekomme. Oh, der Pilz wird lebendig. Der Pilz wird lebendig. Jetzt tarnt er sich. Wunderschön. Oh Mann. Schön. Ja, dann war's das jetzt wohl. Ja, dann war's das wohl. Es ging ja schneller, als ich dachte. Ich dachte auch, dass ich hier länger sitze. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Ich muss sagen, das Spiel hat mir wirklich gut gefallen. Das ist genau das Spiel, was ich spielen möchte. Und Tani sagte auch, sie hat sich die ersten Folgen angeguckt und meinte so, man merkt richtig, dass ihr das Spiel Spaß macht. Okay. Ja. Und welches Spiel spielst du als nächstes? Ja, ich hatte vor, Samoros zu spielen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den ersten Teil auch holen sollte. Weil den zweiten habe ich ja schon. Ich habe ja auch sehr viele Spiele, die dir Spaß machen könnten auf meinem Steam-Account. Ja, muss ich mal gucken. Also Amanita ist eigentlich eine ziemlich coole Spielefirma, wie ich finde. Und die haben bis jetzt, also die Spiele, die ich von denen gespielt habe, die haben mir bis jetzt immer ziemlich viel Spaß gemacht. Ich denke, da wird von denen vielleicht noch was kommen demnächst. Okay. Ne? Mhm. Freust du dich? Ja, bestimmt. Und wenn ich dann mal wieder nicht weiterkomme und verzweifelt bin, dann hole ich mir einfach den Zai und er hilft mir. Nicht so wie letztens, wo ich hier alleine saß und nicht wusste, wie es weitergeht. Ich komme ja immer auf so Ideen wie Diagonal. Nee, das geht nicht. Anders mit Diagonal, ich glaub, der funktioniert irgendwie. Ja. Man muss da halt ziemlich viel probieren bei dem Spiel. Ja. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut euch auch noch die anderen Projekte auf unserem Channel an. Der Sai hat auch ein paar Einzelprojekte. Ja, also aber nicht so viele, weil ich dazu neige, immer ein Original Qualität zu rendern. Das dauert dann irgendwie so 2 Stunden pro, weil ich ja mein Renderprogramm
was ich bevorzuge, nicht mehr funktioniert. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet viel Spaß mit diesem kleinen Let's Play. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt das doch mal in die Kommentare oder gebt einen Daumen. Was findest du mit so vielen Daumen? Ich freue mich über Daumen. Ja, okay. Schneidet euch bitte nicht eure Daumen ab. Kennst du das doch, bei YouTube und bei Facebook gibt es Daumen umsonst. Daumen kannst du einfach umsonst so verschenken, ja. Ja, aber so viele Daumen hat man normalerweise nicht. Tja. Dafür müssen die armen Kinder in Afrika... Nein, nee. Das ist eine andere Geschichte. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Tschüss. Tschüss.